Was bisher geschah. Ihr geht darüber. So. So. Wir machen das jetzt mal fertig. Hallo. Genau, macht mal den Turm da kaputt. Macht mal alles, was hier drum zu ist, auch kaputt. So. Herrlich. Okay, der ist jetzt gleich. So. Wo gehst du denn hin? Du sollst den Turm angreifen. Der vierte kommt ja gleich hinterher. Deswegen. Was geht ab, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Age of Empires, die Divinity Edition. Ja, meine Freunde, wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben. Wir gehen immer weiter voraus. Wir haben mit unseren Truppen hier schon einiges erledigt. Wir setzen hier mal so eine Angriffsmarke für alle. Und ich würde mal sagen, kommt mir das so vor, dass das Spiel gerade für mich ja auch im Ohr zu laut. Ja, so. Thronlage ist alles tippitoppi, nachdem ich das jetzt hier eingestellt habe. Alles wunderbar. Ja. Wir erledigen hier gerade alles so nacheinander. Ja, der eine ist jetzt leider gestorben. Das ist jetzt aber gar nicht so schlimm. Weil die Türme werden jetzt sowieso ein nach dem anderen zerstört. Nimmt man das Dorfzentrum in die Zange, damit keine neuen Dorfbewohner kommen. Dann haben wir das nämlich auch schon mal. So. Ihr könnt da mal hingehen. Hallo? Angriff? Angriffsbewegung. So, ihr könnt da mal in die Richtung gehen. Die machen, jawohl. So, zerstören sie alle feindlichen Dorfzentren. Guck mal, die können jetzt keine Dorfbewohner mehr sagen wir mal herstellen. So. So. Und ihr euch mal um den Turm. Wo bist du denn ganz hin? Okay. So. Was machen unsere Schiffe denn jetzt hier? Ja gut, die haben da noch einen Turm. Auf einer Insel. Die haben ja auch schon alles kaputt gemacht. Das sieht schon mal alles gar nicht so schlecht aus. Wow. So, alle feindlichen Kasernen sind auch schon erledigt. Kümmert mal euch um die. Um den, besser gesagt. So. So, perfekt. Das geht hier alles wunderbar von der Hand. Unsere Katapulte sind auch schon hier durch. Hier vorne sind auch nur. Die haben schon nichts mehr zu tun. Was? Ich hab gehackt einfach Holz. Das ist mir scheißegal. Ey, ihr Dödels. Braucht gar nicht so nah an den Turm rangehen. Mensch. So. So. Ja, was macht ihr beiden da? Hilft dem mal beim Turm zerstören. Was machst du da? Auch wieder mal nix. So, perfekt, so. So. Geht da mal hin. Oder nee, ihr macht jetzt mal das da kaputt. Angriffsbewegung hier hin.
So. Sind wir ja schon mal gar nicht so schlecht mit unserer kleinen Armee hier. So, jetzt geht's aber los hier. Weg da, weg da, weg da, weg da. So, lass mal den Rest machen, die Katapulte hier. Ja, wir gehen jetzt weiter erstmal dahin. Greif erstmal das da an. So, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch den Hafen zerstören. Wo seid ihr denn ganz hin? Ah, den Hafen kaputt machen, haben wir gewonnen. So. Dann haben wir nämlich keine Probleme mehr. No problems for us. Guck mal, der hat nichts zu tun. Warum? Geh da mal hin. Oh, das ist gleich Geschichte. Na komm. Scheiß Turm. So, wer ist jetzt K.O.? Sie haben gewonnen. Die Fujiwara sind besiegt. Jawoll. Das haben wir doch alles wunderbar hingekriegt. Sie haben den Frieden in Japan wiederhergestellt. Aber die Kriege und Intrigen am kaiserlichen Hof belasten ihren Geist schwer. Sie hoffen, dass sie durch ihren Sieg und die Schwächung des mächtigsten Clans eines Tages dazu in der Lage sein werden, zugunsten ihrer Tochter abzudanken. Sie werden sich in einem buddhistischen Tempel zurückziehen, um Mönch zu werden und den achtfachen Pfad zu beschreiten. Durch ihren Sieg wird es sicherlich kein Clan jemals mehr wagen, den Yamato-Kaiser herauszufordern. Unglaublich, meine lieben Freunde. Die Yamato-Imperium der aufgehenden Sonne ist beendet. Wir haben die vierte Kampagne durch. Junge, nee, das ging ja flott. Herrlich, ja. Regentschaft der Hethiter. Nach deren bescheidenen Anfängen als nomadische Krieger besiedeln die Hethiter Anatolien und errichten ein Imperium über den Ruinen der hattischen und vitanischen Königreiche. Sie übernahmen den Streitwagen mit großem Erfolg und zerstörten nicht nur Babylon, sondern entwickelten sich zu einem ernsten Rivalen für Ägypten in Bezug auf Reichtum und Macht. Führen sie die Hethiter in deren gewagtesten Raubzügen und Schlachten von Anbeginn ihrer Kultur bis zum verheerenden Zusammenstoß mit den Ägyptern bei Kadesh. Der ersten großen Schlacht zwischen zwei Großmächten in der menschlichen Geschichte. Aus dem nördlichen Flachland kam ihr Volk in das Land Hatti, in dem die Himmelsgötter ihrer Vorfahren nicht bekannt sind. Die Hattier verehren die Mutter Erde, die einen Bullen geboren hat. Diese seltsamen Menschen leben nicht von Pferden, sondern von der schwarzen Erde. Sie leben nicht unter freiem Himmel, sondern in Behausungen, die sie mit ihren Händen aus getrocknetem Schlamm und Holz errichten. Sie ehren ihre Häuptlinge nicht mit großen Grabhügeln aus Erde, sondern hüllen deren Leichen in Schilf, legen sie neben die Feuerstelle und entfernen die Schädel, um sie zu bemalen. Die Ältesten sagen, dass die Himmelsgötter das Land Hatti begehren. Ihr Volk wird das Werkzeug der Götter in diesem Land sein. Bekehren Sie feindliche Dorfwohner, um eine Siedlung zu errichten. Erschaffen Sie eine Armee und senden Sie aus, um alle übrigen Hattia und Hurita zu eliminieren. Okay, ist klar. Also, ja klar, wir fangen wieder als... Finde ich gut. Wir fangen als Priester an. Haben ein Dorf, also eine Lagergrube und einen Kornspeicher. Und müssen jetzt erstmal gucken, wie wir da jetzt weiterkommen. Wir sind in der Altsteinzeit und haben Priester. Heftig. Wenn ich mal ehrlich bin, wir fangen genauso an wie bei den Babyloniern. Müssen wir erstmal feindliche Dorfbewohner finden, die wir bekehren können. Da ist ein Elefant. Da sind schon mal gelbe, das sind die Hattia. Das sind schon mal Nachbarn. Die sind ja direkt gleich um die Ecke. Ach, Dorfbewohner. Okay. Da ist eine Lagergrube.
Wo sind die denn? Da geht's weiter. Wollen wir mal gucken, wo die sind. Ob wir die Huria... Okay. Okay. Ja, ist in Ordnung. Wir haben das falsch gemacht. Nein! Euch starten. Wofür haben wir zwei Priester? Um zwei Leute zu bekehren, oder? Ich mach das immer falsch. Ich nutze immer zwei für einen, dann dauert das immer länger. Ist dumm. So, ein bisschen wieder rauszoomen. Dann gehen wir wieder zu der Kaserne, damit wir in Ruhe... Ich hoffe, die greifen mich nicht wieder alle an, ey. Bekehren. Okay, da war jetzt eine Kaserne. Gut, wir wissen jetzt, dass da eine Kaserne ist. Jetzt gehen wir hier oben mal gucken. Entschuldigung. Ob hier irgendwo Dorfbewohner sind, weil die würde ich lieber haben. Ich hatte jetzt gerade eben diese Knüppelschläger. Okay. Heißer. Okay. Interessant. Also da ist jetzt gerade nichts. Also sind die Hatia sind da oben, also hier. Und ich glaube, die Huria müssten dann hier sein. Man sieht zwar noch nichts, aber hier ist ein Bausträucher. Okay, die haben hier schon Kornspeicher stehen. Die haben aber einen Turm stehen. Und da ist die Kaserne. Okay. Geht da mal wieder hin. Oder geht hier lang? Da sind auch wieder Häuser von den Hatia. Auch der Kornspeicher. Lagergrube. Interessant. Die haben sich auch schon gut hier verbreitet. Jetzt können wir da oben auch mal lang gehen. Ich gucke erstmal. Vielleicht finden wir ein paar Dorfbewohner. Auch Dorf. Da ist ein Hafen. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Der Feind macht aber irgendwie keine Punkte, kann das sein? Doch, der Gelbe macht Punkte. Und doch, die machen auch Punkte. A 83, 65. Die bauen, die entwickeln sich weiter. Die bauen und bauen. Ich habe aber noch keine Dorfbewohner gefunden. Die wären mir lieber als diese rollen Knüppelschläger. Weil ohne Dorfbewohner kann ich nichts machen. Das ist gar nicht gut. Okay, da ist eine Landverbindung. Okay, da ist schon mal ein Fischerboot. Okay. So. Hier haben wir zumindest schon mal das Fischerboot. Was wir mal eben... dahin schicken können. Super. So, jetzt kommt die erstmal wieder mit. So, wir haben jetzt einen Knüppelschläger. Das ist schon mal gut als Verteidigung.
Verdammt! Ah, okay, Spiel. Neu starten nochmal. So ein Mist aber auch. Ob wir das nicht irgendwie einfacher hinkriegen? Wir haben bisher noch keine Dorfbewohner gefunden, das ist mies. Wir haben jetzt nur die Knüppelschläger gefunden. Aber die kommen ja gleich mit der ganzen Horde an. Das ist ja das Problem. Ich habe wirklich noch keine einzigen Dorfbewohner gefunden. Das ist schon schlimm. So. So, geht man weiter. So, hier waren die Knüppelschläger jetzt. Das ist jetzt hier... Ha! Heftig. So, da sind die Knüppelschläger. Och man, das gibt es doch nicht. Das ist jetzt ein richtig mieses Spiel hier. Wir haben keine Dorfbewohner. Wir haben nur zwei Priester. Wisst ihr was? Wir haben jetzt das dritte Mal schon neu gestartet. Szenarioanweisung. Hinweise. Bewegen Sie sich schnell, um hattische Dorfbewohner zu bekehren, um an Ihre Siedlung zu bauen. Lernen Sie Ihre Priester korrekt einzusetzen. Sie können mit zwei Aufwand heilen und bekehren. Sie haben einfach zwei Priester zur Verfügung. Bauen Sie die Verteidigung am Schlüsselpunkten. Okay. Arbeiten Sie schnell, ja. Bewegen Sie sich schnell. Das kann man so leicht sagen, ne? Bewegen Sie sich schnell. Wir haben 1000 Holz, 1000 Nahrung, 400 Gold. Und wir kriegen keine Dorfbewohner. Das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Und die Folge ist fast vorbei, meine lieben Freunde. Das ist schlimm. Ja, aber die Knüppelschläger sind heftig. Wenn du einen anfängst zu bekehren... Ich will mindestens diese Folge noch irgendwie schaffen, dass wir einen Dorfbewohner kriegen. Einer würde mir komplett reichen. Damit könnte ich vollkommen anfangen. Ein, der baut ein Dorfzentrum und dann geht's los. Aber ich habe ja noch nicht mal einen. Entschuldigung. Es ist nicht wahr. Das geht einfach nicht. Ha, Mann, regt mich das ein bisschen auf, dass wir nicht an den Knüppelschlägern da vorbeikommen. Ich gehe jetzt mal Richtung Wasser. Ob wir hier irgendwie... Da hat jemand einen Löwen getötet. Dörfer soll ich umgehen, um die Dorfbewohner zu finden. Aber wenn ihr euch Knüppel schlägt.
Oh, das gibt es nicht, Alter. Das ist heftig. Die haben verloren. Ja, das weiß ich auch. Fuck, Alter. Sie wurden von den Hattiern besiegt und können nicht in deren Gebiete expandieren. Ja, halt die Fresse. Das will ich jetzt schaffen hier. Ich will zumindest... Brauch doch nur ein Dorf wohnen und dann der Rest ist mir egal. Aber das war schon mal nicht schlecht. Die Knöppelschläger sind nicht so schnell gekommen, wie ich dachte. So. Das will ich noch eben schaffen, dann ist die Folge vorbei. Wenn wir ein Dorfbewohner haben, kann ich die hier hinschicken und ein Dorfzentrum bauen und ist alles tutti frutti. Ich hoffe mal, dass wir ein Dorfzentrum bauen können. Wenn nicht, dann müsste ich schnell einen Tempel... Wir sind in der Altsteinzeit, wir können keinen Tempel bauen. Das geht nicht. Aber wir müssten eigentlich ein Dorfzentrum bauen können, wenn wir zumindest ein Dorfbewohner kriegen. Also wir wissen schon mal, nicht da lang gehen, da ist Kaserne mit Knüppelschlägern. Nicht nach oben gehen, da sind die Hurier mit den schon Türmen, mit Abwehrtürmen. Da hat jemand einen Löwen gekillt. Der Löwe ist aber noch nicht verbraucht. Muss ich aufpassen, nicht dass die Knüppelschläger mich wiedersehen. Die reagieren nämlich zu schnell. So. Send den da hin. Geh weg! Oh, warte, 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 warte. Geh da weg, geh da weg, geh da weg, geh da weg. Oh, Wichser. Ja, gut, der ist jetzt tot. Schade eigentlich. So, jetzt machen wir hier mal eben, oder mal eben Dorfzentrum hin. Scheiße. Keine Tempel, keine Priester mehr. Aber wir haben es geschafft. Wir haben den Dorfbewohner. Das ist gut. Leider haben wir nur einen bekommen. Besser als gar nichts. Dass wir wieder tot sind mit zwei Priestern. Und es steht, die haben verloren, weil ich keine Einheiten mehr habe. Sondern nur die beiden hier. So. Wir müssen uns später ein bisschen weiter die hier ausbreiten. Und hier vielleicht ein paar Türme hin basteln, damit der Gegner nicht so direkt bei uns auftaucht. Ja. Der Gegner wird uns jetzt ein bisschen angreifen. Das weiß ich wohl. Ich weiß wohl, dass ich jetzt erstmal ein paar Häuser bauen muss. So. Geh da mal hin. Dann kannst du da noch. Da noch mal ausbauen. Wo gehst, was machst du denn jetzt? Läuft hier einfach stumpf rein. Altsteinzeit. Wir könnten uns. Ja. Schon mal in die Jungsteinzeit begeben. Das ist schon mal super. So, du kannst schon mal Nahrung sammeln. Jetzt sind die auf Erkundungsstudie, die Schweine. So. So. Holz. So. Wenn wir erstmal ein paar Häuser haben. Da ist tippitoppi. So, meine Freunde, wir haben jetzt erstmal 4 Leute. So, die Folge ist vorbei. Wir haben die Zeit leider schon etwas überschritten, aber ich wollte unbedingt noch ein Dorf wohnen. Jetzt haben wir 4 zum Glück. Zwar keine Priester mehr, aber ein Glück, ein bisschen, zumindest etwas. Und ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ich sage tschüttle, haut rein, ich bin Herz und bis dann. So, da sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich tierisch darüber freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Und aktiviert die Glocke. Dann könnt ihr nichts mehr verpassen, denn ihr werdet immer benachrichtigt, wann ein Video von mir online kommt. Und ja, empfehlt mich weiter, teilt das Video und bis dahin sage ich tschüdle, haut rein, ich bin Herz und bis dann.